Hallo Kinder und herzlich willkommen bei Sauerkraut. Darf ich vorstellen, das hier ist der Manu. Hallo Manu. Manu möchte ein bisschen frische Luft schnappen und macht deshalb einen Spaziergang. Klingt komisch, ist aber so. Ja, da geht der gute Manu, frohen Mut und ohne sich etwas Böses zu denken, seiner Wege, als plötzlich ein Gangster auftaucht. Und dieser Gangster, wir nennen ihn jetzt einfach mal Billy, hat eine Waffe. Ja, und da fackelt der gute Billy auch nicht lange, sondern schießt Manu über den Haufen. Das ist Pech für Manu. Der liegt jetzt blutend am Boden und sieht noch aus den Augenwinkeln, wie Billy wegrennt. Und da kommt ihm diese eine Frage, die sich wohl jeder in seiner jetzigen Situation stellen dürfte. Wie schnell war diese Kugel? Nun, der kluge Physiker weiß, wie er die Antwort finden kann. Der springende Punkt bei der Rechnung ist der Moment, in dem die Kugel Manu trifft. Anhand des Rückstoßes kann man auf die Geschwindigkeit schließen, was in diesem Fall allerdings nahezu unmöglich sein dürfte. Die Bewegung wird von sehr vielen verschiedenen Faktoren abgefälscht. Viel einfacher wäre es, wenn Manu nicht auf einem Spaziergang, sondern auf einem Kinderspielplatz in der Schaukel wäre. Halt! Das sieht gut aus, das sieht wunderschön aus. Eine einwandfreie Bewegung. Hier kann man jetzt sehr einfach berechnen, wie schnell die Kugel war. Anhand messbarer Einheiten. Ja, hierbei handelt es sich jetzt übrigens um das sogenannte ballistische Pendel. Ballistik, das ist die Lehre von der Bewegung. Und Pendel, ja, das ist ein Pendel, würde ich mal sagen. Klingt komisch, ist aber so. Und damit zurück ins Studio. Ja, der Manu weiß jetzt, wie er die Geschwindigkeit berechnen kann und ist glücklich. Und damit wären wir eigentlich am Ende. Deswegen sagen wir einfach Tschüss Manu.